Damit das Höschen nicht beschmutzt wird, verwende ich Folie und umwickle den unteren Teil. Nun wird der Babybauch dick mit Vaseline eingecremt. Wichtig, Bauchnabel. Und auch die seitlichen Partien vom Babybauch gut eincremen, damit er sich dann leicht löst. Auch die Brustfalte. Und alle Partien, die abgeformt werden, gut eincremen. Danach fängt man mit den kurzen Gipsstreifen an, die Brust einzugipsen. Am besten immer zwei Gipsstreifen übereinander eintauchen und am Körper anbringen. Mit leichten Streichbewegungen kletten. Wichtig ist es, die Gipsstreifen bis über den Brustansatz anzubringen. Um eine schöne Brustform zu erhalten, die Gipsstreifen direkt in die Brustfalte einsetzen. Das mehrmalige Drüberstreichen der Gipsstreifen glättet und verbindet die einzelnen Gipsstreifen. Circa 4 Lagen der Gipsstreifen übereinander reichen, um eine gute Stabilität zu erhalten. Die Abformung vom Babybauch geht rascher als die Brust.
den Bauchnabel, wieder so wie bei der Brustfalte, gut ausarbeiten. Auch seitlich den Ansatz weit genug eingipsen. Seitlich bringe ich einen Gipsstreifen der Länge nach an, um die Stabilität zu verbessern. Damit der Babybauch an der Wand gut wirkt, auch den Beinansatz immer mit eingipsen. Nachdem der ganze Babybauch eingegipst ist, einen kurzen Moment warten, damit die Gipsstreifen leicht antrocknen. Mit den Fingern am Rand vorsichtig lösen, damit der Abdruck sich leicht herunterziehen lässt. Vorsichtig und mit Gefühl den Abdruck nun vom Babybauch abheben. Den Abdruck nun auf den vorbereiteten Polster legen und 2 Tage trocknen lassen. Ein Polster ist optimal für die Lagerung, damit der Babybauch in noch feuchtem Zustand nicht an Form verliert. So sollte er nun 2 Tage trocknen.